You need to know that I'm a rider. You need to know that I'm a rider. Tonight we gonna set the streets on fire. So, wieder hallo und willkommen zurück zu Let's Play Marijuana. Wieder die coole Rockmusik am Start, natürlich am Anfang. Und wir sind noch weiter in der Map der Sumpf. Die möchte nämlich nur abgeschlossen werden. Wir haben sie soweit jetzt erstmal letztes Mal komplett aufgedeckt. Alle Beobachtungspunkte haben wir uns jetzt gekrallt. Und jetzt geht es halt nur darum, das Spielziel der Map zu erreichen. Liefere 8 Belangungspunkte an jedes Sägewerk. Ich habe schon geguckt, wir haben auch noch andere Maps, die wir spielen können. Das Spiel hat ein paar, also da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Die nächste ist die Insel. Das klingt auf jeden Fall schon mal spannend. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf, muss ich sagen. Aber wie gesagt, erstmal heißt es jetzt noch einmal Holz zum Sägewerk bringen. Und unser einer LKW steht aktuell beim Sägewerk, wenn ich mich nicht irre. Wo ist denn das nochmal? Genau, da unten steht er nämlich der C375. Und ja, theoretisch würde ich am liebsten, ich kann es euch mit der Maus mal kurz zeigen, mit dem Controller geht es leider nicht, am liebsten hier querbeet durchböllern zur Holzstation. Da können wir wieder Holz abholen und dann wieder denselben Weg zurück zum Sägewerk. Die Frage ist halt, ob ich das schaffe, weil hier komme ich höchstwahrscheinlich überall noch durch. Das ist Sumpf halt. Deswegen heißt die Karte so. Ich wurde mehrfach nochmal drauf hingewiesen. Danke dafür, das wäre ich selbst nicht drauf gekommen. Auf jeden Fall, ja, da können wir hier überall durch. Da ist halt das Problem, die scheiß Holzstation ist halt vom Wald umgeben. Dementsprechend werden wir hier auf jeden Fall außen rum müssen. Ach, man kann sich sogar Wegpunkte sehen. Das wurde mir auch die ganze Zeit, sitz doch bitte Wegpunkte. Ja, ich wusste nicht wie. Jetzt weiß ich's, ist ein Mausklick. Gut, das war doch nicht so schwer. Naja, auf jeden Fall, wir werden mit unserem LKW demnach hier durchfahren. Daher, das versuche ich. Wir können theoretisch auch hier durch wieder. Obwohl, ja, kommen wir nicht vernünftig durch den Wald durch. Nee, wir fahren hier durch. Dann haben wir nämlich, sind wir hier auf der offenen Fläche. Dann ballern wir bis da rüber. Und das sollte klappen. Ich muss mal gucken, wie unser Sprit aussieht, weil sonst müssen wir nochmal einen Abweg an der Tanke machen. Ah, das ist das Problem. Wir werden gleich mal darüber wechseln. Wir wechseln erstmal zu unserem C375. So, den wechseln wir jetzt erstmal. Den nehmen wir uns mal ganz kurz. Hallo, ich hätte gerne den C375. So. Sprittechnisch. Wird das lustig werden? Ja, wir werden mal erstmal hinfahren zur Holzstation, dann sehe ich, wie viel ich noch habe. Habe ich irgendwo einen Stift und Papier? Dann schreibe ich mir mal kurz auf, was 160, damit ich weiß, wie viel Sprit ich bis dahin verbraucht habe, ob ich den Weg zurückschaffe. Darum geht's mir. Nicht, dass ich gar am Ende dann verjagt, weil wir dann eben wegen Sprit nicht sind. Wir haben jetzt 179 Liter. Okay. Wenn wir die Hälfte noch haben, dann können wir das hinkriegen. So, gucken wir mal ganz kurz. Wir wollen, wie gesagt, hier durchfahren. Das ist mein Ziel, hier lang. Da möchte ich durch. Heißt, wir müssen jetzt, warum stehen wir denn? Wir stehen so rum. Heißt, wir drehen mal erstmal um. Das ist mal ganz gut. Genau, in die Richtung müssen wir. Ja, ich würde mal sagen, gucken wir mal, dass das klappt. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, ich werde einfach versuchen, mal querfeld einzufahren, weil ich einfach mal Bock habe, es auszuprobieren. Und mir denke, warum nicht? Außerdem ist es vielleicht der schnellere Weg, also es ist der direktere Weg. Direkt heißt hier nie unbedingt schnell. Es reicht, wenn es off-road angeht, ist direkt nicht unbedingt der schnellste. Mal gucken, dass ich hier vernünftig. Ich und Wenden, ne? Das ist. Ah, fuck it! Ja, das klappt schon. Ich wollte nicht in die Cockpit, danke. So, ja, wir haben es gleich. Wir haben nur 2 Liter jetzt schon allein auf der Fläche verbracht. So, wir fahren jetzt mal in die Richtung. Erstmal fahren wir hier raus. Das ist nämlich schon mal ganz gut richtig. Und wie gesagt, dann probieren wir das Käfer an. Ich weiß halt nicht, ob es funktioniert. Es kann wegen einem Sumpf halt für den LKW echt eine Qual werden, da durchzukommen. Deswegen müssen wir immer mal wieder gucken. Wir müssen vorne an der Kreuzung gleich links. Also erstmal hier rüber. Das ist schon mal ganz richtig. Und dann gucken wir mal, genau, jetzt sind wir nämlich hier links. Dann schauen wir mal, wie das klappt. Wie gesagt, ich versuche es einfach mal auf dem direkten Weg. Den Weg, den uns das Navi anzeigt, können wir natürlich nicht nehmen, weil, ja, wie gesagt, da sind immerhin teilweise Bäume. Das ist zumindest der direkte Weg. Wir fahren jetzt erstmal hier lang. Da vorne komme ich nämlich durch. Und das werden wir nämlich mal als... Weil der LKW ist wirklich gefühlt schneller als der scheiß Jeep, den wir letztes Mal hatten. Ja, hier kommen wir nämlich durch, seht ihr? Hier ist ja eine richtige Schneise. Das Spiel möchte, dass ich hier lang fahre. Jetzt kann ich erstmal fast den direkten Weg. Ey, da muss ich ja fast direkt, ja. Wo ist das Navi mich gerade lang? Hallo, wo ist das Navi hin? Wo ist die rote Linie hin? Ey! Ach. Ah, das ist ja nicht mehr ausgewählt. Ah ja, stimmt, ich habe den Punkt ja schon erreicht. So. Wir müssen hier hin. Ne, hier hin. Ist er weg. Ach Gott, man kann sich ja ganz viele Wegpunkte setzen. Ach krass. Das ist ja geil. Dann. Ach Gott, wie fahren wir denn am besten? Fahren wir so rum oder so rum? Ich glaube, hier ist ein Wald. Dann fahren wir so rum. Fahren wir hier einen Punkt. Da einen Punkt. Da einen Punkt. Punkt. Ne, Punkt. Punkt. Ah, setze ich mir eine richtige Route. Geil. Ah, fuck, ich darf nicht auf OK drücken. Okay, sorry nochmal. So. 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 Jetzt den nehmen wir nochmal weg. Den verschieben wir mal hier hin. Und dann so.
Gut, okay, haben wir eine Route, die wir fahren wollen. Ah, das ist ja voll praktisch mit den Routen. Ich wusste es halt nicht, dass es so geht. Sorry dafür. Man nennt jemand auch einen Kommentar, ne? Wie gesagt, ist ja bei Simulation immer so eine Sache, das ist ja immer sehr lernbedürftig. Und da sind natürlich solche Kommentare immer, ja, sind halt hilfreich. Weil, wie gesagt, Spiele erklären nicht so viel. Wir haben das Tutorial gesehen, das hat nur die Hälfte erklärt. Zum Beispiel das hier gar nicht, aber das kriegen wir schon hin. Und ich glaube, wir sollten das hier mit Querfeld ein locker hinbekommen. Also, es ist jetzt nichts krasses Terrain-mäßiges, zumindest auf dem... Aua, fuck. Okay. Wir haben gerade gut Schaden bekommen, ich habe einen Rennen zu reparieren. Alles gut. Wir haben zumindest keine riesigen Unebenheiten. Aber wie ihr seht, Unebenheiten muss ich sowieso vermeiden, weil der Truck halt so gar keinen Bock drauf hat und sich einfach direkt zerlegt. Aber wir haben noch einen Reifen dabei, also alles gut. Dementsprechend. So, noch mal ist den ersten Checkpoint, den ich mir selbst gesetzt habe. Schauen wir mal, ob das mir direkt eine Route klappt. Wie gesagt, wäre saugeil. Ah, da steht unser Jeep sogar schon. Seht ihr, da sind wir da schon angekommen. Hallo. Das Problem ist natürlich jetzt hier, wie ihr seht, sind wir natürlich jetzt hier in dem Gebiet, wo es richtig schlammig wird. Also wir kommen nicht mehr so schnell voran. Ah, nicht aufsetzen. Alles gut. Okay, alles gut. Die Route zurück wird eher das Problem, glaube ich, weil jetzt kommen wir halt noch gut durch, weil wir wieder wenig Gewicht haben. Problem ist die Fuhren hier, diese Spuren. Alter, guck jetzt mal an, wie wir jetzt schon einsinken. Boah, der Schlamm ist halt echt hart hier. Gut ist ja, wir haben unseren Jeep in der Nähe. Zur Not. Ich weiß nicht, kann man mit der Windel Sachen ziehen? Geht das auch? Kann ich theoretisch damit den LKW ziehen? Das müsste man, weiß ich gerade gar nicht, weil das wäre natürlich eine Möglichkeit, um dann irgendwie den LKW am Ende wieder rauszukriegen. Und zur Not haben wir oben links noch einen LKW, wenn wir mit dem jetzt hier versacken, dann holen wir halt nochmal mit dem anderen. Boah, das wird natürlich jetzt eine Tour, merke ich gerade. Alter! Okay, sanft am Gas. Der Sumpf ist echt assi, ey. Komm schon, Baby. Nicht einsinken. Ja, sprittechnisch dürften wir es sogar hinbekommen, glaube ich, oder? Ja, das sieht gar nicht mehr so schlecht aus, weil wir haben nicht mehr so weit. Die Map ist nicht riesig, das ist ja die Sache. Die Map wäre noch größer. Alter, komm schon. Ja, ich muss darüber, das ist mir bewusst, aber ich komme kaum noch von der Stelle hier, Alter. Wir werden es zurückprobieren, wie gesagt, das... Ach, am liebsten sollte ich mich dann zurück eigentlich am Waldrand halten, weil dann kann ich nämlich mich zur Not wieder wegziehen, wenn ich irgendwo einsinke. Wo wir sinken ja nicht mal so weit ein, wir sind dann nur sau langsam, weil so ein Sumpf halt ein bisschen viel zu viel nachgibt. Und wir deswegen kaum Fraktion finden. Na, hier geht's wieder. Seht ihr, jetzt sind wir hier, seht ihr, jetzt schon mal wieder einen festen Boden unter Boden. Naja, siehst du, jetzt kommen wir wieder in den Sumpf rein. Das ist halt so ein massiver Unterschied, weil guck dich mal den Spurunterschied an. Weil da vorne gucken wir mal kurz rüber geflügt sind wie die Irren und dann kommst du wieder in den Sumpf rein. Alter, jetzt wird's aber nicht mehr lustig. Komm schon. Ganz ruhig. Ja. Sehr gut. Hier ist, glaube ich, wieder ein bisschen fester, ne? Ja, hier ist wieder ein bisschen fester. Okay, jetzt können wir hier ein bisschen mit Schwung aufbauen. Sehr gut. Ja, hier ist wieder ein bisschen festerer Untergrund. Da, wo es gut bewachsen ist, weil erkennst du direkt, dass da nicht so Sumpfuntergrund ist. Schon mal deutlich besser zu fahren. Okay, jetzt wollen wir mal gucken. Hier wird es gerade ein bisschen sehr uneben. Aber da sollten wir eigentlich noch rüberkommen, glaube ich. Sprit haben wir jetzt bisher 30 Liter voraus, also das ist jetzt auf jeden Fall nicht das Problem. Hier vorne kommen wir nämlich durch. Und dann kommen wir nämlich schon zur Holzstation. Ja, ich habe nicht gedacht, dass es das so gut funktioniert. Ich habe gedacht, das war letztes Mal einfach eine Schnapsidee, komm, wir fahren mal Querfeld ein. Aber das werde ich mir beim nächsten Karten mal merken, scheiß auf die Wege, wenn ich hier irgendwo Freifläche sehe, gib ihm. Das ist ja viel angenehmer. Wie schnell wir jetzt hier hingekommen sind. Letztes Mal habe ich 3 Folgen für die Kacke gebraucht. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo wir sind. Ja, kurz wieder Checkpoints setzen, damit ich am einfachsten sehe, wo ich hinfahre. Dann müssen wir nämlich hier. Das ist nämlich viel einfacher, als wenn ich jetzt mal auf die Map starre. Danke nebenbei für den Hinweis, weil ich habe da gar nicht dran gedacht, dass das Ding ein Checkpoint-System hat. Das wusste ich nicht. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ach Gott, das mit dem Okay, das halt abwählt, ist halt irgendwie komisch. Aber wie gesagt, das wusste ich nicht. Dementsprechend sehr vielen Dank an den Tipp. Aber das macht uns das natürlich hier alles ein bisschen einfacher. Weil damit nicht so wild durch die Gegend fahren und nicht alle 5 Minuten auf die Karte gucken müssen. Nur umso näher man sich Checkpoint setzt, umso direkt hat man ja die Route. Sonst ist ja eine relativ direkte Route zum nächsten Checkpoint, aber wenn man halt dazwischen wieder Checkpoint setzt, dann wird es ja eher mehr zu einer Linie, die man wirklich fahren kann. So, jetzt sind wir hier auf den Straßen. Da sind wir, glaube ich, auch sogar mit lang gefahren, wa? Ach, ist das schön, wieder ein bisschen mehr Schwung drauf zu kriegen, ja, ist das schön. Natürlich auf dem Rückweg haben wir das jetzt gleich nicht so schnell, weil jetzt haben wir natürlich kein Gewicht und das Ding geht da aua, gut voran. 169 Schaden schon, ey. Der Truck geht natürlich dann gut voran, das ist kein Problem.
Jetzt wird es nochmal ein bisschen matschig. Wir müssen jetzt hier rein. Genau, und da sind wir schon bei der Holzstation gleich. Boah, hier. Alter, das ging ja jetzt richtig flott. Ist das Problem, wenn man nur normale Rennspiele spielt, man hält sich halt an Wege, ne? Das ist halt die Sache. Und Matuana bringt mir gerade bei, hör auf damit. Fahr einfach, wo du lang willst. Klar, Wege sind cool, aber anscheinend ist das andere sogar echt effektiver, ey. Dann schaffen wir es heute sogar, die 8 Punkte zu holen. Geil. Also die 4, damit wir die 8 voll haben. Ich fahre mal kurz ein bisschen neben den Weg. Ein bisschen mehr Traktion ist auf einer Seite des Fahrzeugs haben. So, bei der sind wir noch nicht gewesen. Wir haben bei der anderen letztes Mal geholt. Aber hier vorne können wir uns dann direkt mal schön... Alter, das ist ein ganz, ganz kack Weg hier, um hier raus wieder rauszukommen. Das ist viel zu matschig jetzt eigentlich. So, Holzstation, guten Tag. Ich will dann gerne mal ein bisschen Holz holen. So, wir holen nämlich die hier, da gibt es nicht viele Punkte, platzieren einen Truck richtig. Muss der Anhänger mit drin sein, jetzt ist es richtig. Platziere deinen Truck richtig, was ist denn für dich richtig, du Affe? Oh Gott, ich weiß, was man da richtig meint. Hahaha, wir haben jetzt schon gut Seitenlage, scheiße. Ich krieg den hier wieder raus, alles gut, ich weiß, was ich hier tue. So, jetzt fahren wir erstmal den Weg zurück. Dann müssen wir sowieso zurückfahren, weil hier komme ich nirgendwo durch. Oh Gott, ich komme auch nicht rum, ey, scheiße. Ich glaube, für die nächste Map werde ich da mal sogar wegen Mods mal gucken, dass wir vielleicht welche reinkriegen. LKWs oder irgendwie sowas. Obwohl, ich weiß nicht, ob wir die Maps nicht erstmal so spielen. Ich muss mal gucken, weil, wie gesagt, ich will mir das Spielkonzept ja nicht kaputt machen. Mods sind zwar cool, aber natürlich können sie halt je nachdem den Spielzweck der Map und auch den Spielschwierigkeitsgrad der Map natürlich damit ein bisschen manipulieren. Deswegen, ich glaube, die nächste Map gucken wir uns erstmal an und danach entscheide ich, ob ich da Mods reinpacke oder erstmal nicht. Das wird, denke ich mal, davon abhängig. Was macht auch mit dem Fahrzeug Bock? Mods können wir uns ja immer noch angucken. Ich habe ja sowieso schon erstmal noch Spaß mit dem Spiel. Und Mods will ich ja erst hinzupacken, meistens eigentlich, wenn ich dann noch mehr zusätzlichen Spaß holen möchte. Deswegen mal schauen. Aber wie gesagt, Mods gibt es genügend, Maps gibt es auch genügend. Ich denke mal, da werden wir vielleicht sogar eine Mod-Map mit einem Mod-Fahrzeug zusammenspielen. Und siehst, Alter, das ist jetzt gerade auch echt nicht lustig hier. So, wir haben jetzt 60 Liter Sprit verbraucht. Ja, 65. Wir schaffen es zurück, ja. Das wird aber, Alter, das wird aber echt gut eng, weil das Problem ist nämlich, wir haben jetzt mehr Gewicht. Wir verbrauchen viel mehr Sprit. Ach du Kacke. So, ich setze mir jetzt erstmal wieder Wegpunkt. Ist doof ist, wir können theoretisch zur Tankstelle fahren, aber dann fahren wir diesen doof, unnötig langen Weg. Ich will es eigentlich ohne probieren. Eigentlich müssten wir auch ohne Tankstelle schaffen. Eigentlich. Wenn nicht, ist halt doof gelaufen. Weil da ist die Tankstelle. Biegen wir nur hier rechts ab, dann sind wir sind ja relativ schnell eigentlich da. Oder fahren halt... Hier lang kann ich nicht, ne? Nee, das ist zu tief. Will ich wieder durch den Sumpf? Ich habe keinen Bock, wieder durch den Sumpf zu eiern. Das ist letztes Mal schon so schief gegangen. Wir probieren es ohne. Scheiß drauf. Ich mach das einfach mal ohne. Wir probieren es einfach mal ohne. Ich würde gerne mal ein bisschen mehr sehen, weil... Ach Gott, kusch dich mal bitte. Ja, ich sehe damit nichts. Danke. So, jetzt ziehen wir den dahin. 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 Dann fahren wir... Wieder hier rechts am Wald lang, naja. Ich will mal ganz kurz eine ungefähre Route setze, weil wir müssen... Alter, das ist ein gutes Stück gewesen, ne? So, mal kurz die Route schon mal abstecken, damit wir die haben. Hallo, ich hätte gerne... Da hätte ich es gerne, dankeschön. Ach, darf ich nicht mehr Checkpoints? Ah, ich habe schon die maximale Anzahl an Checkpoints. Na gut, egal, dann fahren wir jetzt mal bis dahin. Das sollte ich erstmal hinkriegen. So, gucken wir mal, wie es im Sprit aussieht. 100 Liter haben wir. Ah, oh, komm schon. Und wir brauchen Diff und Allrad. Ich kann, sonst kommen sie hier nicht durch. Das ist ein Geschwindigkeitsunterschied jetzt, ne? Oh, ich weiß gar nicht, ob der Spritverbrauch so viel höher ist. Das heißt, es ist einfach nur Einbildung von mir. Komm schon, Baby. Bitte nicht festfahren. Weiß nicht, kann ich sonst Sprit holen, theoretisch? Ich kann theoretisch einen LKW mit einem Tank ausrüsten, ne? Rein theoretisch. Müssen wir mal gucken. Erstmal mache ich mir darüber noch keine Gedanken. Erstmal, ich gucke da unten erstmal gar nicht mehr hin. Wir fahren erstmal in die Richtung. Und so 10 Liter verbraucht allein beim ersten Stück. Geil.
Wir brauchen halt genauso viel Sprit wie sonst, aber haben halt, schaffen halt weniger in der Zeit. Das ist halt die Sache. Jetzt haben wir hier Traktion schon mal gut. Jetzt kommen wir ein bisschen voran wenigstens. Wie möglich neben dem Sumpf langfahren, weil es dann einfach ich besser vorankomme. So, jetzt hier raus. Vorsichtig. Dass wir zu viel durchdrehen. Komm, Baby. Ja, genau, ich fahr über den Baum drüber. Ah, das ist ein Stein. Ha! Kein Schaden. Gut, ich dachte schon. Oh, wir haben den sogar mitgenommen. Ups. So, jetzt fängt hier erst der spaßige Teil an. Jetzt kommen wir erst der richtige Sumpf. Das ist hier noch alles harmlos gewesen. Deswegen mal gucken. Come on. Komm schon, Baby. Fahr bitte. Komm. Bisschen Schwung. Da sieht man unsere alte Spurrillen, die wir vorhin auf dem Hinweg gefahren haben. Versucht möglichst nicht da drin zu fahren, weil sonst sinken wir in denen noch weiter ein. Deswegen versuche ich immer neben unseren alten Spuren zu fahren, damit wir eben uns neue Spuren machen können. Aber wir können natürlich mal unsere Spuren, da kannst du Traktion finden. Ja, das Problem ist halt, wir graben uns ja in den Spuren noch weiter ein. Also wir sinken ja trotzdem ein. Und in Spuren, wo wir schon eingesunken sind, noch weiter einzusinken, ist nicht so klug. Weil dann hängen wir noch mehr fest. Deswegen fahre ich auf jeden Fall überall jetzt neben den Spuren. Komm schon. Boah, der hat auch ein dieses Gewicht, das merkst du halt, ne? Komm. Zurücklegen haben wir mittlerweile schon 6 Kilometer, ne? Aber nicht heute, ne? Das ist insgesamt, oder? 6 Kilometer insgesamt, oder? Bin ich sicher. Haben wir insgesamt 6 Kilometer oder heute nur? Ich glaube insgesamt, ne? Das könnte gut hinhauen, weil so groß ist die Map ja nicht. Deswegen glaube ich nicht, dass wir 6 Kilometer heute gefahren sind. Oh Gott, Alter, sink doch bitte noch mehr. Alter, guck mal, wo unsere Hinterachse hängt. Die ist komplett weg. Gehen wir die Spurtiefe an. Alter, ey, der... Oh, komm! Ich grab mich halt gerade. Oh, immer weiter ein. Jetzt kriegen wir langsam ein Problem. Jetzt haben wir nicht das... Guck, Alter, wie der hinten wieder hängt. Scheiße. Oh, shit. Deswegen das Problem an, was ich nicht haben wollte, dass ich mich hier eingrabe. Vorsichtig, komm, ich bleib mal langsam am Gas, vielleicht kriegen wir ihn rausgezogen. Ja, wir bewegen uns zumindest, Einfach mal sanft am Gas bleiben, solange wir uns bewegen, alles gut, dann kriegen wir uns vielleicht wieder rausgezogen. Ja, ja. Du willst ja mal den Schlamm unter der Karre hängen, der irgendwie auch wieder weggeschoben werden muss erstmal. Boah, Alter. Das ist halt echt krass, wie krass man sich hier eingraben kann, ne? Den guckst du halt nur an, ach so eine normale Wiese, ist ja alles easy. Ja, dann fährst du halt mal ein bisschen an der falschen Stelle lang. Solange wir uns bewegen, langsamer. Wenn wir uns bewegen, ist alles gut. Jetzt muss ich nicht mehr bewegen. Ich habe leider auch keinen Seilwindenpunkt, schätze ich mal, ne? Warte, wir können ja mal ganz gut gucken. Ne, da ist nix in der Nähe, okay. Müssen wir uns halt so rausholen. Das meine ich halt, deswegen habe ich überlegt, ob ich mit dem scheiß Jeep was machen kann. Komm schon, Baby. Kriegt ihr halt echt nicht raus, ne? Das ist echt krass. Ja, wir bewegen uns ein bisschen. Oder? Ja. Langsam, aber stetig. Ja. Oh, wir graben uns weiter ein, kann das sein? Ich wäre fast dabei, den Hänger mal zu lösen, um ohne Hänger weiterzufahren. Scheiße.
Das ist jetzt echt nicht geil. Deswegen hätte ich, glaube ich, nicht querfeld einfahren sollen. Ich bin der Menge zu bis hinten dran. Ja, wir bewegen uns. Ja, das gibt's doch nicht, ey. Kann ich ja theoretisch mit dem Jeep ziehen. Ich guck grad mal. Wo ist denn der Jeep? Da. Ah, 469, wo ist er denn? Ja, ich ruf den mal dahin. So. Haben wir nämlich direkt hier. Ich will nur mal kurz gucken, ob ich damit theoretisch den ziehen kann. Ob wir auch theoretisch andere Fahrzeuge ziehen können. Wenn ja, wäre das natürlich der Shit. Aber ich glaube jetzt mal nicht dran. Aber wie gesagt, ich will mal kurz ausprobieren, ob das geht. Oh, das geht. Ach krass, der LKW gibt ja dann sogar Gas. Das ist ja optimal. So, jetzt ziehen wir mal die Handbremse an. Jetzt wechseln wir mal zum LKW theoretisch. Weil dann kann ich theoretisch die Winde ziehen. Oder kann ich einfach an der Winde ziehen. Ah, der LKW gibt sogar Gas. Komm, Baby. Komm. Ah, mal kurz ein bisschen Schwung holen. Ah, es geht sogar. Ich habe nicht gedacht, dass es funktioniert. Aber das ist ja geil, dass der LKW dann auch am Gas hängt. Das gibt's ja nicht. Scheiße hier. Achso, nee, also kann ich wechseln theoretisch. Da ziehen, genau. Wir wollen ziehen. Auf Fahren gewechselt. Ich will die aber mal ganz kurz nochmal lösen, damit ich mich kurz nochmal neu positionieren kann, weil wir hängen... Schlammen uns nämlich hier gerade selbst ein, wenn ich Pech habe. Ich schaue mir gerade mein eigenes Grab mit dem kleinen Jeep hier. So, da ziehen wir nämlich ein bisschen von der Seite mal an. Versuchen den mal so rauszuholen. Ja, komm, Baby! Wir kriegen das hin. Ich habe das im Gefühl. Ja. Das gibt's nicht. Ich hab den Kack-Truck da voll festgefahren. Ich rast aus. Oh Mann, ey. Kann ich ihn hier an der Seite irgendwie hinkriegen? Theoretisch muss ich von oben ziehen. Wenn ich ihn hier wieder rausholen, weil er ist ja links eingesunken komplett, wie ihr seht. Rechts hängt er ja noch mit dem Reifen wenigstens draußen. Warte mal, ich fahr mal so. Jetzt fahr ich mal in die Richtung. Komm schon, Baby, zieh! Alter, ich raste aus, ich komm nicht raus mit dem scheiß Truck. Oh. Theoretisch könnte ich den Jeep da vorstellen und versuche, mich mit dem LKW zu ziehen, ne? Dass der Jeep einfach eine feste Stelle ist. Gucken wir das mal, ob das geht. Ob wir das hinbekommen. So, Funkgeschwindigkeit, Truck wechseln. Ah, jetzt ist die Winde nicht mehr dran. Na, ist egal, aber dann machen wir so. Fährt er jetzt selber rückwärts dann gleich? Jetzt bin ich mal gespannt, ob das passiert. Ja, der Jeep hält sogar gegen. Wie geil ist das? Das ist ja voll das geile System, wenn wir wirklich mal sagen. Das ist ja richtig geil. Ich habe nicht gedacht, sowas funktioniert hier im Spiel. Ah, Mann, ey. Gehen gerade so ein bisschen die Lösungswege aus. Theoretisch in die Richtung müsste ich Attraktion finden, ne? Theoretisch, wenn der Jeep... Kann der auch vorwärts? Kann ich so rummachen eigentlich? Mal, ob das geht.
Guck mal. Alter, ich krieg den nicht mehr gelöst. Das ist der Wahnsinn, wie der festhängt. Und es wird auch gerade dunkel. Das ist echt ungünstig. Verquirfelt ein, sagten sie. Ein Spaß wird das, sagten sie. Dass du nicht vollkommen festfahren wirst, sagte keiner. Jetzt hol ich dir echt den Truck. Kein Scheiß, ich hol den Truck und zieh ihn raus. Müssen wir uns den mal hierher holen. Weil ich will das abliefern. Werden wir diese Folge höchstwahrscheinlich nie mehr schaffen. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee komme. Ja, warte, die Winde möchte ich nochmal abmachen, lösen. Genau die hätte ich gerne. So, jetzt gucken wir mal. Sag mal, wenn ich mal sanfter Gas gebe, ich bin ja voll am Ausrasten. Sanft, guck mal. Bewegen wir uns oder nicht? Bin halt echt nicht sicher, ist wirklich so, ne? Oh. Na? Alter, das gibt's ja nicht. Ich grab mich, nachdem ich los bin, sofort wieder ein mit. Komm, Baby. Ich hätte nicht links in diesen Hang reinfahren sollen. Das war das Hauptproblem, glaube ich. Wir schaffen es vom Sprit auch nicht mehr. Wir haben nur 57 Liter. Ich werde gleich eh verkacken hier vom Sprit. Die Karre läuft halt voll leer. Dann mal rein theoretisch. Ich probiere es nochmal kurz, den da links vorzustellen. Ja, ich glaube, es wird eh verkackt. Ich muss gucken. Wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ich einen Truck nachfüllen kann, ob ich theoretisch Sprit für den holen kann, weil der wird auf jeden Fall leer laufen. Ich werde nicht mit dem Sprit ankommen. Sonst müsste ich theoretisch schon mal zurückfahren wieder, und das will ich jetzt auch eigentlich weniger. Ja, Motor an. So, der darf ruhig an. Truck wechseln. Ruhig die. Nee, Winde. Komm schon, Winde. Binde anbringen, zack. Zack. So, jetzt gucken wir mal, dass wir es nochmal hinbekommen. So, Y gedrückt halten. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Sprit. Der Sprit ist bald leer, das wird nix. Es gibt's auch nicht, ey. Der ist halt so eingesunken. Nee, keine Chance. Scheiße. Wenn ich echt einen LKW holen müssen, weil ich glaube, im LKW haben wir mehr Traktion hier, werden ein bisschen mehr reißen können. Das wird wohl die Sache sein, die wir machen müssen. Machen wir den Motor mal aus bei dem Ding. 54 Liter haben wir nämlich nur noch. Das macht nämlich irgendwann die Grätsche. Theoretisch muss ich also... Welchen LKW haben wir denn irgendwo noch rumstehen? Ich glaube, hier unten steht nämlich der B131. Den könnten wir theoretisch holen. Den haben wir. Warte mal, wo haben wir, oder haben wir irgendeine Nähe? Ich guck gerade mal. C255 haben wir da. Den haben wir da. Den haben wir da. Den könnte man theoretisch rüberholen.
den B66, dass wir den hier querfeld einballern, dass wir den mit dem nächsten Mal hinfahren. Hat er sogar Sprit dabei? Ach krass, hat der Sprit dabei? Das wäre natürlich ein Träumchen, mit dem abzuschleppen und noch Sprit dabei zu haben. Dann werden wir, denke ich mal, mit dem nächste Folge nochmal rüberballern. Zumindest werde ich damit versuchen, schon mal rauszuziehen. LKW dürfte, denke ich, ein bisschen hilfreicher sein. Das werden wir damit probieren. Und wie gesagt, könnt ihr mir gerne mal schreiben, kann ich mit dem auftanken rein, theoretisch. Aber wie gesagt, der hat Sprit dabei. Also theoretisch kann ich den Truck selber auftanken, kann ich theoretisch auch einen anderen Truck damit auftanken. Das wäre natürlich ein Traum. Aber dann können wir den auftanken und rausziehen. Zumindest werde ich das probieren mit dem LKW. Müssen wir mal schauen. Wie gesagt, das wird so der Plan für die nächste Folge sein. Ich hoffe, euch hat es dennoch ein bisschen Spaß gemacht, wenn wir jetzt nicht so weit gekommen sind, wie ich gedacht habe. Aber naja, passiert halt manchmal, ne? Dann geht auch mal ein bisschen was schief. Aber gut, ich hab's ja prophezeit so gut wie. Gut, ich würde sagen, ich bin raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der kommenden Folge hier bei Matuana wieder. Bis dann. Tschüss.